Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Wir sind wieder auf Städtedreieck und wir sind hier mit Andys Buswunsch, nämlich einem U307, Schaltwagen natürlich. Und der Andi ist auch dabei. Hallo Andi. Nee. Dann ist Andi nicht dabei. So, ich stand gerade. Bleib hier stehen, ich geb mir das Drama nicht. Ich stand mit dem Andi gerade noch vor dem Bus, jetzt lass uns mal rein hier. Komm. So. Ja, komm dann, aber ich setz mich ganz nach hinten. Ja, nee, Meister. Den Kasten hast du auch schon beschissen. Du kommst jetzt da vorne und zeigst dein Nein, Ticket. Ich bleib hier. Du kommst Nein. jetzt nach Nein. vorne. Nein. Doch, du kommst jetzt nach Nein. vorne. Nein. Hallo? Nein. Okay, dann stehe ich jetzt auf. Nein. So, hier. Ticket, ey, Kollege. Ey. Ticket. Nein! Ticket ja. jetzt! Au! Du schlägst nicht den Busfahrer hier. Du zeigst mir jetzt dein Ticket oder kaufst Lass eins. Lass mich. Geh weg. Ticket. Jetzt. Geh weg. Nein. Nein. Nein, ich bleib jetzt hier sitzen. Ich bleib hier sitzen. Geh nach vorne. Du gehst gleich raus, wenn du dich hier... Geh nach vorne jetzt. Los. Ach, du bist echt der König. Ja, der sag. Schwarzfahrer. Los. Ja. So. Linie. Linie. Linie! Nein. Route 2, Kaisers irgendwas. Kaiserstal. Kaisertal. Die Linie haben wir jetzt. Kais. Wir fahren die Linie Kais. Wir fahren die Linie Kais nach Kaisertal. Ja, wie gesagt. Mal Bescheid jetzt. Die Linie haben wir nicht. So, und wir starten jetzt den Bus. Ja, wir starten jetzt den Bus. Ja, waren hier schon mal. Was denn? Das Licht an. Ja, Mama, das Licht an, ist so dunkel hier hinten. So. Oh, Licht. Automatikgetriebe haben wir keins. Oh. Ach, weißt du was? Ich komm doch vor. Warte mal. Ach, hallo. Die Frage ist jetzt nur. Ja. So vorbereitet wie ich bin. Wo fährt die R49? Rechts um die Ecke rum. Rechts um die Ecke rum. Meinst du rechts hier? Ja. Da hinten, wo hier die Leute stehen. Da R49, hinten. Tatsache. Abfahrt ja, das hatten wir doch vorhin gesucht und gefunden, wo wir es eigentlich nicht gesucht hatten. Also vorhin, also letzte Woche, Entschuldigung, letzte Woche, ja. Als wir letzte Woche gedreht haben. Ach, das wird schon wieder so schön, ich sehe schon kommen. Natürlich, 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 natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich, ohne Druckluft. Druckluft? Ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen immer das Druckluftproblem hier. Ja, du weißt ja, der Line City von Kamas, ne? Oder der Kamas vom Line City? Der Kamas vom Line City? Mhm. Guck mal, wie der parkt. Da bin ja selbst ich nicht so schlimm. Ja, das ist wieder mal, also das ist auch noch ein Gelenkbus. Du Boah. Kriegst auch Probleme, wenn du da reinfahren willst. Ich muss jetzt im ersten Gang ein bisschen heizen. Das tut mir jetzt echt leid für das Getriebe. Aber ich mich gerade was frag. Muss ich jetzt hier rüber? Ich muss hier ja, rüber. Du musst da lang. Schon cool. Richtig. Oh, ich durfte sogar fahren. Sollte nur auf Züge aufpassen. Bahngleise. Die Bahngleise. So. Haben wir dann noch einen Moment bis zur Abfahrt Zeit? Eher nicht. Ja, nicht. Ja, weil ich gerade mal was wissen wollte. 12, also. Oh. Danke. Wir haben. Würdest du bitte aufhören, auf ihre Beine zu starren? Hallo. Wir haben Euro Hallo. Hier und bitte. Ja, Hi. Dankeschön. Bitte. Nein. Hi. Hi. Eine. Der Andi sagt, ich darf dir nicht auf die Beine starren. Hi. Kein Ausstieg. Ja, kein Ausstieg. Geh bitte nochmal ganz kurz raus mit der F4-Taste. Da, wo der Bus stand eben. Ja. Darüber. Du fährst da ja eigentlich rein, so ja. rum. Ne? Jetzt sag mir mal bitte, wie drehst du hinten, um da auf den Pauseplatz zu fahren? Hinten diese Grundung, die ist doch auch sehr eng, oder? Du musst schon die andere Richtung gucken. Oder hat das... Ja gut, das ist, geht doch. Ich dachte schon, das wäre enger. Du kommst ja nicht da rein, du fährst ja hier nur raus, du fährst daher hier nicht rein. Ja doch, da bin ich doch auch noch reingefahren. Hier fährst du rein.
Ach, da fahre ich ja. Sei schon wieder vorhin. Ja. Stimmt. So, stimmt. Aber ich muss jetzt los. Stimmt. Fährst jetzt bald mal los hier. Oh, immer diese Verspätung. Ich mach das jetzt mal, wie das Let's Player so machen, ja, so richtig Profi-like. Ich esse jetzt nämlich hier nebenbei einen Joghurt. Würdest du bitte keinen Joghurt essen? Doch. Du bist ein asoziales Individuum. Warum? Ja, jetzt hier essen während einer Aufnahme. Macht man das so? Ja. Hm. So. Den Gang rausnehmen, damit das Getriebe mich nicht frisst. Aber ich habe von Schaltwagen überhaupt keine Ahnung. Ich lass ganz gerne mal den Gang drin. Oh, ist der abgelaufen? Also wenn Andi uns gleich flau kippt, dann wissen wir, dass der Joghurt nicht mehr gut war. Hm. Ich esse den jetzt. Ist egal, es musst du dann wegmachen. Eine blöde Frage stellen. Ja. Jetzt muss ich gleich links. Dann darf ich aber einen Bogen fahren, du. Wieso? Ja, guck doch mal. Ja. Du musst da halt mal ein bisschen ausholen. Wobei es schon ein bisschen seltsam ist. So, jetzt auf den ersten Blick hin. Habe ich das auch noch nicht gesehen. Aber er hat sehr schöne Spiegel, muss ich sagen. Ich finde den O407, genau. Ja, der O407 ist wirklich cool, ne? Du fährst den zwar nicht, ja. Aber egal. Ja, und? Lass mich doch. Lass mich doch über den O407 berichten. Wenn ich mal so überlege, ne, was ich dir für einen schönen Bus hier hinstelle und was du mir andrehst, das ist schon wieder unschön. Das wissen die Leute ja noch gar nicht. Ja, deswegen werde ich das auch nicht weiter ansprechen, aber trotzdem wollte ich das mal gesagt haben. Und ja? Ich möchte nur mal gesagt haben, dass die Revanche fürs letzte Mal. Du siehst die Ampel sonst nicht. Eine Revanche fürs letzte Mal, als du mir so einen blöden Bus da eingegeben hast. Ein Stück vorfahren, du siehst die Ampel schon wieder nicht. Jetzt ist grün, jetzt kannst du komplett fahren. Oh, irgendwie... Oh, mir ist ganz flau im Magen. Nee. Ich muss mal ein bisschen Joghurt essen, ich glaube, ich habe Hunger. Du, wenn du mich hier den Bus vollreierst, ne? Dann schicke ich dich zu Perutinos. Wieso? Was? Ja. Soll der mir den Magen auspumpen oder was? Nee, der zwingt dich dann, das wieder sauber zu machen. Wie zwingt der mich? Du bist mit dem Ding gefahren, du bist der Fahrer, also musst schon gucken, dass dein Bus sauber bleibt. Ja, kann ich was dafür, wenn mir der Fahrgast den Bus neu anstreicht? Ja, du musst ein bisschen aufpassen, immer mal einen Rückspiegel gucken, was deine Fahrgäste machen. Ja, aber ich kann mich doch nicht immer um jeden Fahrgast hier kümmern. Dem schlecht ist. Ich bin ja nicht jeder Fahrgast, ich bin ja der Andi. Ja und? Du disst mich. Oh, ich glaube eins. Du heizt auch ganz schön, oder? Hast du den jetzt mitgenommen oder du bist eben ganz schön schnell da um die Kurve geheizt, oder? Ich meine, ich hätte den mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann guck halt mal schnell nach. Oh, hier ist gar nicht meine Haltestelle. Da steht einer, aber die ist wahrscheinlich nicht für dich. Können wir ja mal gucken. Wobei doch, der wahrscheinlich eigentlich schon, da fehlt dann der Pfeil. Da steht's doch dran. Mhm. Wo steht, was ist denn das da hinten gewesen? So, hier steht jetzt gar nichts. Vielleicht habe ich ihn ja auch nicht. Seitdem der ist irgendwo ins Haus reingebrettert oder so. Aber was mir gerade aufgefallen ist, wo steht denn Janine? Wo? Ja, F3. Rechte Seite. Ja. Ach, weiter. Sie stand in der Tür. Du hast meinst ja, die stand so komisch in der Tür gerade drin. Ja, weil ich die schon wieder zugemacht hatte. Ach, warst du da zu schnell für deine Fahrgäste? Nee, ich habe die wieder zugemacht, weil ich nicht wusste, ob das jetzt letztendlich da meine Haltestelle ist. Ja, wie, du wusstest das nicht? Bist du auch einer der Busfahrer, die bei jeder Haltestelle fragen, bin ich hier richtig? Nee, aber da war kein Hilfsfall drüber. Oh, da kommt schon wieder eine. Frechheit das hier. Das geht so nicht, Andi. Ja, ich beschwere mich jetzt bei dir, weil ich nicht weiß, bei wem ich mich beschweren soll. Eben. Und du hast das jetzt auszubaden. Ja. Ich? Ja.
Ich kann doch nichts für deine Blödheit. Und du badest nicht in deinem Joghurt hier, damit du mir hier die Sitze besudelst? Oh, ey, mir wird aber echt gerade immer flauer im Magen. Ich sag dir das, wer mir auf die Sitze kotzt, macht sauber und fliegt raus. Du musst aber auch mal ein bisschen vorsichtiger fahren, dass das hier nicht so rumwackelt. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, so wie du schon wieder hier um die Kurve heizt. Oh, Alter. Ich rolle um die Kurve jetzt. Du rollst nicht, du fährst hier mit 200 Sachen um die Kurve. 200 Sachen, ja klar. Sonst geht's dir gut, oder was? Erklär mir mal bitte, wie man in so einer Haltestelle den Bus einigermaßen vernünftig parken soll. Du, ich kann es dir nicht beantworten. Und ich kann's auch nicht einparken, also... Das Bus kannst du nicht einparken, weißt du, voll krass und so. Ich hab gerade überlegt, was du meintest. Ja. Ich kann es nicht einparken, Andi. Das kleine O307, Dutschitschu. Ja. Wenn du jetzt hier auf die Sitze kotzt, dann kracht's. Und wenn du jetzt fragst, was kracht, ja, es kracht. Ja. Wollte ich jetzt das mal gerade. Das O307 kracht. Das O307 kracht. Das kracht dir eine. So. Janine, du mal bitte über die Straße. Janine, du mal bitte über die Straße. Was? Krass und so. Wenn es kracht und wenn es scheppert, der Julian vorne im Cockpit wettert. Der Julian einen schlechten Fahrstil hat. Und ein schlechtes Deutsch. Hast du jetzt gerade angehalten? Ja, aber brauchte ich eigentlich gar nicht. Wieso? Weil da keiner stand und keiner raus wollte. Keiner, ach so, okay. Na? Ja, okay, alles gut. Okay. Oh, es ist so herrlich still bei dir letzte Woche, als wir letzte Woche gedreht haben, ja. Da hat es ja so extrem bei dir geruckelt. Also letzte Woche, ja. Eins war doch einer. War? Ja. Nein. Aber der war irgendwo hingekullert, wo man nicht mehr gesehen hat. Der hat sich gedacht, nö. Also, schnell weg hier. Jetzt, ne? Bevor der wiederkommt. Mhm. Ich hab noch einen. Wenn es kracht und wenn es scheppert, der Julian in die Kurve brettert, ja. Boah, schon wieder keiner. Nee, nichts los auf der Linie hier. Ja, nischt. Ja, nischt. Vorne. Ein Haus? Oder was meinst du jetzt? Da haben sie aber irgendwie ein bisschen vergessen, von außen zu lackieren, oder? Es ist sehr rot. Oder haben wir jetzt gerade vom gleichen Haus geredet? Ja, irgendwie. Entweder war es noch so ein Neubau oder irgendwie sehr alt. Das ist aber sehr kurvenreich hier, die Strecke. Super geil. Was denn? Ja, ich dürfte jetzt rechts abbiegen, aber er möchte links. Also habe ich jetzt die Arschkarte gezogen. Du kannst natürlich dran vorbei. Nee, den Cast mache ich jetzt mal nicht. Das mache ich jetzt mal nicht. Ja, ist das ein Fail irgendwie in dem Objekt oder im Bau? Oder? Ich würde sagen eher ein Fail im Bau, weil normalerweise hat man dann zwei Spuren, wenn da... rechts abgeht und geradeaus. Ja, vor allen Dingen das Geile ist ja, er fährt ja noch nicht mal nach links ab, er fährt ja auch nach rechts ab. Stimmt, das habe ich jetzt gerade gar nicht gecheckt. Das irritiert mich gerade etwas sehr. Ich sag mal nix, ne? Geil. Der hat sich so gedacht, nö, den troll ich jetzt. Also das nee, war jetzt der komische Pfeil da nach rechts gefällt mir nicht. Ich nehme die hier ist irgendwas runter. Mit Kaiser Marktplatz, du. Ich glaube, wir sind gleich da, oder? Wir sind schon da. Nee. Kann eigentlich nicht sein, oder? Warte mal. Uah. Ja, wobei, die Strecke, hast du mir was gesagt von... Ja, Kaisertal Marktplatz. Fast, aber wieso kriegst du keine Auswertung? Die Waldstraße sind wir erst. Ach, du hast wieder mal zu schnell geschaltet, oder? Nee, ich habe gar keine Ansagen. Und ich habe auch keine Anzeigen, wo ich mich befinde. Und ich habe auch, glaube ich, gar keine Entwerter. Es ist ja auch ein alter Bus, was erwartest du? Okay, dann lass uns doch weiterfahren. Fahr doch mal weiter. Was machen die da drüben denn für ein Staukonzert? Keine Ahnung. Na gut, soll mir egal sein, ne? Du musst ja nach rechts, oder? Ja. Hammer. Fahren. Ist im Real Life auch so. Musst du da jetzt durch? Da musst du jetzt durch. Auf? Ja, auf? Ja.
Oh, hat wieder Glück, sie fahren wieder. Ach, da kommen schon die Nächsten. Wie still es auf einmal ist. Ja. Fährst jetzt mal raus. Ihr fahrt doch mal raus jetzt. Jetzt fahr doch mal. Ich google. Komm, trau dich. Trau dich. Oh, gut, dass ich den Rückwärtsgang noch konfiguriert habe. Sonst hätte ich jetzt echt da doof gestanden. Ja, ist natürlich problematisch, wenn jetzt hinter dir noch ein Bus auftaucht, ne? Oder ähnliches. Hm. Oh, irgendwie, boah. Warum esse ich das Zeug noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du willst den Bus versauen. Oh, nö! Den habe ich erwischt. Zwei. Fährst du jetzt mal? Fährst du jetzt mal? Kannst du jetzt mal fahren? Typ, nicht so easy. Hallo, ich würde gern heute noch ankommen. Meine Güte, vor, zurück, vor. Du hast eine Fahrerei. Ja, Sam! Ist ja kein Wunder, dass bei mir Magen hier alles umher schwimmt. Einmal vor, einmal zurück, wieder vor, wieder zurück. Das ist ja auch hier irgendwie, ne? Ja. Das war ein OMSI-Menü, ja. Alter, ist das eng hier. Ich bleib im dritten Gang. Ich fahr jetzt nicht schneller. Wie ein Möschen. Alter Vater, ist halt eng. Mimöschen. Du bist ein Mimöschen. Wieso? Ja, wer frisst denn bitte einen Joghurt und guckt nicht aufs Verfallsdatum? Ja, wäre ich eins, würde ich es wegwerfen. Nee, aber echt jetzt mal. Wer frisst einen Joghurt und guckt nicht aufs Verfallsdatum? Auch wenn du das jetzt nur spielst, aber trotzdem. Was spiele ich? Esse wirklich hier einen Joghurt, was? Ich spiele gar nichts. Ich sag, wie es ist, ja. Schmeckt der wirklich nein, verfallen? Ich muss mal gerade. Warte mal, ich geh mal gerade hier hin, ne? Hier ist so ein Mülleimer. Ne? So, jetzt komme ich wieder. Oh, irgendwie beim Laufen merke ich das schon richtig. Oh, boah. Keine Sorge, wir sind gleich da. Hals drin. Hals drin. Ich schwöre dir, ich habe Gaffertape dabei. Ich kleb dir den Mund zu. Fahr bitte vorsichtiger in diesen Kurven. Oh, alter Vater, der Typ, der hat doch echt geraucht. Mir passt ja nicht mein Auto durch. Na gut, doch. Es wird aber sehr eng. Boah, zeig das mal von außen. Boah, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Bus mit Dachklima. Alter. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mit dem Line City. Ach gut, dass du mir gesagt hast, dass ich nicht mit dem Line City oder Citaro oder Urbino fahren soll. Ich hoffe nur, im Ständedreieck fahren keine Busse mit Hybridaufbau. Das wird... Ja, doch. Das ist ja schon so... Irgendwie erinnert mich das an diese andere Karte. Wie heißt das gleich noch? Innsbruck? Ja, irgendwie schon, ne? Julian, Entschuldigung, wir sind gleich da. Guten Tag. Sonst halt mal eben aus dem Fenster hier jetzt noch. Nein, ich stehe das jetzt durch. Du musst gleich auch noch fahren, würde ich dich mal gerade dran erinnern. Ne? Ja, das habe ich aber kurz Pause dazwischen. Ach so, einmal ins Gebüsch reiern und dann in den Bus so. Ich bin fit. Mach ich mit. Wir sind da. Genau, nimm noch so ein Häuschen mit. Ich dachte, ich käme da rum. Machst du mal bitte auf? Würdest du bitte stehen bleiben und aufmachen? Nee. Julian? Hier wird zur Starthaltestelle gefahren. Oh. So. Motor aus, die Bremse rein. Julian! Jetzt die Tür auf. Ich gehe dann mal chill. Hallo. So, er muss einen Bus holen. Sag mal, sind wir drin? Oh, wir sind noch nicht da. Hoppala! Scheiße.
Hallo. Andine muss wieder reinkommen, wir sind noch nicht da. Ich kann grad nicht. Ja, aber... Du musst wieder reinkommen. War alleine. Okay. Ja, der Andi, der besudelt jetzt mal eben den Wald und, Schöne Nacht. Und holt sich einen Bus. Und ich fahre jetzt alleine weiter. Ist jetzt ein bisschen doof. Ja, ich habe jetzt echt gedacht, wir sind schon da. Aber, es ist warm, Leute. Verzeiht uns das. Bitte. Wir machen jetzt wieder eine größere Session, weil der Herr Andi, nämlich, diesmal ist es der Andi, der in Urlaub fährt. Und deswegen können wir nicht mehr aufnehmen, also nicht mehr viel, also nicht mehr viel aufnehmen. Deswegen müssen wir das ja noch irgendwie rendern und hochladen. Also der Andi. Ich habe da ja ein bisschen mehr Zeit, weil ich fahre ja nicht in Urlaub. Und deswegen, ich sag oft deswegen, deswegen haben wir halt jetzt schon eine etwas größere Session. Und ich bin jetzt eben schon ein bisschen verpeilt. Gut, ich bin immer verpeilt. Aber jetzt auch mal. So, und ich fahre jetzt einfach mal. Nee. Ich fahre nicht da rein. Hallo? Rückwärtsgang. Auf. So, dann kullern wir nochmal hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Richtige ist. Aber soll mir jetzt egal sein. Hauptsache, wir sind angekommen. Jetzt sind wir wirklich angekommen. Ich nehme den Gang raus. So, machen wir das hier und das hier. Und mal hier auf. So, wir sind zu spät. Ja, wahrscheinlich durch die ganzen Pannen. Von 3.11. Und, ja. Wir sind da. Der Bus hat es überlebt. Andi leider nicht. Also, Andi vielleicht doch. Aber Andi musste raus. Andi ist... Ich sag oft Andi. Ja, Andi-Counter. Andi ist oben verlinkt. Und, ja, guckt da vorbei, wenn ihr wollt. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.